Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed Rivals. Wir machen heute weiter mit der Racer-Karriere, mit unserem Audi 8. Was haben wir da Ziele auf jeden Fall? 3 Betonungsminentreffer gegen Kops, 5 Kops von der Seite rammen, also ein Hauptbiss wird auf jeden Fall fahren. Reiche fahren 5 und 6, das soll alles nicht das Problem sein, wenn du ein 3-Sterne-Event, normal so ein 3-Sterne-Event auf jeden Fall. Ja, das sollte man sogar fast in einem Session schaffen. Dann gehe ich mal auf Leistungs-Upgrades und guck mal, was ich habe. Quatsch, auf Erfolgstechnologie natürlich. Schockmine. Okay, das kriegen wir hin. Weiter, was habe ich dann? Okay, mit Kreis kriege ich es hin. Wir sollen 3 Betonungsminen. Wir sollen auf jeden Fall ein Hot Pursuit fahren. Auf jeden Fall versuche ich mal 3 Sterne Hot Pursuit zu holen. Okay, dann gehen wir mal auf die Garage verlassen. Habe ich irgendwo ein 3 Sterne nehmen? Wir haben tatsächlich einiges an Autos unterwegs. Da ist auch schon eins. Die harte Fahrweise. Das haben wir ja schon mal den Kopf, glaube ich, gemacht, meines Wissens. Heute spielen wir die etwas andere Variante. Heute spielen wir nämlich die andere Seite, die Racer. So, wie soll das Ding auf Gold fahren? Und zwar müssen wir das Rennen natürlich gewinnen. Ich habe die Tons mit dem Treffer schon. Scheiße. Ich habe nicht. Ah, von mir. Ja, danke schön, ey. Warum manche mal mit mir, Alter? Warum hier? Das sind doch 4 andere, 5 andere auf der Straße. Wir haben Sichtkontakt zum Racer. Ziel wiedergefunden, Verfolgung aufgenommen. Ja, das war's. Damit haben wir das Ding auf Gold. Das war mir fast klar, dass mir dann noch irgendwo einer an die Seite segelt. Aber ich habe die Aufgaben erledigt. Mann, das ist ärgerlich. Das waren schöne 4 Speedpoints.
Einfach mal gerade auf Null gefahren. Deswegen fahre ich halt lieber mit Cops. Bei den Cops. Ja, ich weiß, dass ich nicht eine Speedpoint habe. Aber ich habe alle Aufgaben schon erledigt. Die Speedpoint, Dingsliste ist schon weg. Aber dafür gar nichts bekommen. Das ist ärgerlich. Mann. So, eigentlich müssen wir jetzt hier starten. Müssen wir eigentlich direkt wieder reinkommen. Scheiße. Genau, wollte gerade sagen. Leider haben wir nichts dafür bekommen. Das ist schade. Ja, also quasi die komplette Speedlist umsonst. Rang erhöht, neue Lackierung, neue Verfangstechnologie. Und das Auto vor allen Dingen. So, Kapitel 6, Wolfspelz. Wenn du möchtest, dann komme ich in Kapitel 8 oder so. Im Internet kursieren neue Videos eines Fahrers, der sich F8 oder Fate nennt. In diesen schickt er andere Fahrer während eines Rennens ins Verderben. Wir alle wissen, dass Street Racing brutal ist, aber dieses Maß an Gewalt unter Fahrern ist völlig neu. Fate ist angeblich ein Racer, aber wer von uns seinen Schatten im Rückspiegel gesehen hat, erkennt seine Taktik sofort. Einige fahren um ihre Freiheit, um ihre Erlösung. Andere fahren, um ihre Aggression freien Lauf zu lassen. Aus Dominanz. Fate ist keiner von uns. Er ist ein Cop. Mhm. Die Polizei will uns von innen kaputt machen. Benutzen sie unsere Wagen für ihre Botschaft? Dann benutzen wir ihre. Heute Nacht schlüpfe ich in den Wolfspelz. Ich ersetze Ordnung durch Chaos. Unsere Aufgabe sind jetzt, drei Kopf zu zerstören, das kriegen wir hin. Ich ersetze Ordnung durch Chaos. Weil diese Aufgabe ist auf ein aktuelles Fahrzeug beschränkt. Was ist denn das? Königseck? Königsagera, ja, ja. Okay, dann gucken wir mal. Karriereübersicht. Warte mal. Garage verlassen. Wir müssen auf jeden Fall wieder was machen. Und zwar würde ich sagen, Hot Pursuit werden wir fahren. Aber wir sollen, wie gesagt, drei Kopf zerstören. Das sollte kein Problem sein, da oben ist einer. Das Spiel scheint auch sehr beliebt zu sein. Ah, ja, weil wieder einer rausgegangen ist. Ach, gut, dass ich gerade noch in der Garage war. Das ärgert mich. Die Speedlist ist komplett abgearbeitet und dann, weil dir irgendeiner an die Karre segelt, verlierst du das Ding. Wieder einer raus. Ach, leck mich doch einmal. Geht doch alle. Geht am besten alle raus, ey. Ich will mich lieber. Also, nochmal. Auf die Straße drücken. Mit dem Hot Pursuit auf jeden Fall müssen wir fahren müssen. Wir sollen, wie gesagt, drei Kopf zerstören. Das ist unsere Aufgabe. Und dann hoffe ich mal. Dann sind wir die Speedlist relativ schnell durch.
So. Verfolgung mehrerer 1044 auf der Interstate 4. Fordere Unterstützung aller Einheiten im Gebiet an. Alle Einheiten nahe der Interstate 4. Oxler verfolgt mehrere Ziele. Benötigt Unterstützung. Eigentlich sind wir ja ein Racer. Wir müssen tatsächlich. Ist egal, was auf aber das Ding auf Gold. Wow. Nice one. Tappi. Besser, besser. Er ist doch schon mal weg. Das Rennen ist mir jetzt plötzlich egal. Na, war mir klar, ey. Oh ja. Was ist denn hier los? Wo ist denn... Du wirst doch wieder auf die Straße zurück. Also die Strecke, das Rennen ist ja eh gegessen. Also mich hören, wenn die da uns... Der zweite ist auch weg. Achtung, Einheit zieht sich von Code 3 zurück. Over. Zentral, ich verliere den Kerl. Hab Schäden durch den Code 3 verdächtigen Und das war schon eine der leichteren Übungen. Gott sei Dank kriegen wir diesmal ein bisschen mehr Speedpoints, als das vorher war. Und damit sind wir schon durch. Bei den Racer. Erhöht. Neue Lackierung, neues Auto. Auf jeden Fall. Leistungsupgrade und Verfassung. Und da ist ja Lamborghini Aventador LP 650. Teufel für Teufel, das war Kapitel 6. Jetzt sind wir bei Kapitel 7 schon. Die Öffentlichkeit ist empört, seit bekannt wurde, dass alle Officer exzessive Gewalt anwenden dürfen. Nachdem zuerst Unruhen gemeldet worden waren, konnten sie durch verstärkte Polizeipräsenz verhindert werden. Insbesondere gilt ein Racer, Codename Zephyr, als eine Art Robin Hood, nachdem er ein Polizeifahrzeug gestohlen und so eine massive Verfolgungsjagd ausgelöst hatte. Das ist mehr als nur ein Rennen.
Wir senden ihnen eine Botschaft. Und die Leute hören zu. Meine Präsenz wird ihr Versagen offenlegen. Der nächste wäre der Lamborghini Veneno. Das Feuer gerät außer Kontrolle. Warte mal. Sie kennen meinen Namen. Sie wissen, wer sie besiegt. Nimm mal die. Das kriegen wir hin. Wir brauchen nur die Turbos einzusetzen. Ja, das kriegen wir hin. Muss der Turbo einsetzen. Hat der irgendwie noch ein 3? Nö. Okay, gut. Dann machen wir hier Feierabend. Das nächste Mal gehen wir wieder zu den Cops rüber. Und dann, gucken wir mal. Da ist es die Karriere mit den Cops. Da geht es nämlich weiter dann bei 3 Sterne-Events. Müssen wir dann Gold schaffen. Bis dahin. Tschüss.